Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Twilight Princess. So, wir sind auf dem Weg nach dem Lichtgeist Elden, war das, glaub? Oh, oh, Gegner. Ah, was haben wir denn da? Schnüffeln wir mal dran. Das ist auf jeden Fall das Holzschwert, was wir den Kindern gegeben haben. Oder eher gesagt, einem der Kinder. Geruch der Kinder gewittert. Als Tier durch die Welt zu gehen, ist doch viel praktischer, oder? Schärfe dein X-Gespür. Erst als Tier entdeckst du deine wahren Fähigkeiten. Hehehehe. Ja, schön mit einer. Genau, Gespür. Und dann alles ignorieren, was uns entgegenkommt. Außer die hier. Hallo. Ja, genau du. Und tschüss. Denn diese drei bilden hier ein Portal. Also man kann hier jederzeit wieder zurückreisen. Und das aus einem bestimmten Grund. Hier fehlt eine Brücke. Hm, das ist ja seltsam. Ist ja gar keine Brücke da. Ist das etwa das Werk dieser Typen von vorhin? Verflixt. Wie haben die das nur angestellt? Kann man wohl nichts machen. Dann müssen wir uns eben einen anderen suchen. Zeig doch mal die Karte. Du weißt ja, dass der gelbe Pfeil unsere aktuelle Position anzeigt. Und, Tore siehst du auch. Das sind die Tore, die sich geöffnet haben, als du die Wesen der Finsternis getötet hast. Bei uns nennt man sie Portale. Merkt ihr das besser? Übrigens, der Wald von eben ist hier, siehst du? Also, wohin mit meiner Kraft bringe ich dich zu jedem Portal deiner Wahl? Ich glaube, hier war das, was wir suchen. Bin mir aber nicht sicher. Wir suchen eine Brücke. Ist klar. Und ich glaube, die Brücke war hier. Und? Unglaublich, oder? Normalerweise kommt man aus den Schatten nicht so einfach wieder raus. Du solltest mir also dankbar sein. Na los, deine Aufgabe besteht darin, eine Brücke zu finden. Sieh dich also gründlich um. Na. Ich glaube, hier war ein. Bin mir aber nicht sicher. Naja. Oder auch nicht. Verdammt. Wo ist eine Brücke? Bin ich doch hier falsch. Okay, dann, nein. Warten wir bei uns woanders hin. Und zwar hier hin. Vielleicht ist da die Brücke. Die Brücke ist nämlich genau beim Warp-Punkt, das weiß ich. Ist eigentlich meistens so. Genau, hier. Ah. Ja, mit nah. Oh, passt doch wie die Faust aufs Auge, oder? Und, sollen wir versuchen, sie zu transportieren? Genau, wenn du doch immer so brav wärst. Ja, und da müssen wir uns hin teleportieren. Ins Kakariko-Tal. Ich freue mich übrigens schon auf den neuen Teil, der wahrscheinlich Ende des Jahres kommen wird. Vielleicht wird auf der Gamescom auch was gezeigt. Ich werde ja da sein und gucken. Auch wenn das für mich ziemlich hart sein wird.
Brücke, tada. Bams. Man hat die Brücke wahrscheinlich wegtransportiert, die Schweine. Okay. Siehst du? Wusste ich's doch. Hehehe. Und? Die Macht der Schatten ist schon beeindruckend, oder? Wenn du mal wieder diese Macht bedarfst, ruf mich einfach. Hilft bestimmt auch bei der Suche nach den Schattenkristallen. Also los, vorwärts. Ja. Warte. Gespür. Genau. Wir folgen weiter den Weg und ignorieren einfach mal die Schattenkreaturen. Hallo Schattenkreaturen. Hey. Was machen die denn da? Extra so ein riesiges Tor in die Landschaft zu stellen. Ich glaube, die bewachen da irgendwas. Meinst du nicht, dass da etwas ganz gewaltig stinkt? Ja, aber wir brühen mal. Und ignorieren die beiden. Denn wir suchen die Kinder. Wenn ihr hier irgendwo ah. Natürlich sehen wir wieder solche. Aber es ist eigentlich gut, dass wir die sehen, denn. Wo die sind. Ist immer ein Portal. Da sie zu töten wir wahrscheinlich nicht ganz so klug. Hallo. Jawohl, erwischt. Wunderbar. Und da ist der Lichtgeist. Held, der du in den Schatten als Tier mit klarem Blick die Finsternis durchstreifst. Komm, komm hierher. Okay. Hallo, Lichtgeist. Ich bin ein Lichtgeist. Da, da, da! Hätte ich jetzt nicht gedacht. Von den Göttinnen auserwählter Held. Suche mein Licht, das Licht, das die Wesen der Finsternis mir raubten. Fülle es hier hinein. Und wir haben wieder den Tiegel des Lichts. Sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein X-Gespür, um die finsteren Kreaturen zu finden, die den Strahlentau beherrschen. Acht auf, Schattenkäfer. Sie sind eine Form des Bösen und hängen an den zerstreuten Tropfen meines Lichtes. In den Schatten ist die Gestalt der Schattenkäfer, ebenso wie die der Menschen, unsichtbar. Mit meiner verbleibenden Kraft zeige ich dir, wo die Schattenkäfer mit meinem Licht sich aufhalten. Sei auf der Hut. Die Wesen der Finsternis sind hinter dir her. Ja. Und man sieht gleich auf der Karte, sind sie wieder der die Lichttropfen. Ah, da müssen wir mal gucken, wie waren die kommen. Ach, ich muss ja spiegelverkehrt denken. Ah, deswegen, ich habe mich schon gerade gewundert. Hä? Ah, natürlich. Alles spiegelverkehrt. Und gerade an Kakariko erinnere ich mich noch, wie es richtig rum war. Oh. Nein! Also, okay. Hau ab, du!
Geh weg! Oh, oh. Sind auch welche. Wo wird das nochmal hin? Ich habe echt keinen Plan gerade. Ach, das führt zu den Goronen. Oho, hier hört die Straße wohl auf. Aber wenn du weiter willst, zeige ich dir einen Weg. Na komm, machen wir das auch jetzt. Hier ist ein Gorona, aber der scheint uns nicht zu kümmern. So, diese Schattenkreaturen einfach töten. Wir haben zum Glück nicht den Hero-Modus, deswegen finden wir hier auch natürlich Herzteile bei den Herzen von den Gegnern. Ich hätte ja noch ein Stück härter spielen können und den Hero-Modus mit nur 3 Herzen, aber das hätte ich nie geschafft. Nee, nee, niemals. Da darf man ja gar nicht getroffen werden, fast. Oh. Und siehe da. Hier ist ein Käfer. Hallo. Und nicht nur das. Hier ist eine heulende Statue. Und wir heulen mit. Das hört sich mehr wie das Wiegenlied an. Ich würde mir auch wünschen, die Ocarina würde wieder ins Spiel integriert. Ich fand es so ein richtig schönes Musikinstrument, das passte einfach ins Spiel. Meinetwegen kann es auch eine Lyra sein, wo man dann halt per Touchscreen dran zupft. Oder wie halt bei Majora's Mask halt wirklich verschiedene Instrumente. Aber man merkt schon, das macht einfach mehr Spaß, wenn man so ein Musikinstrument hat. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Weil man merkt das ja schon in diesem Spiel. Man hat kein Musikinstrument. Man kann aber mit Musik zum Beispiel Pferd rufen. Man kann auch mit Musik einen Vogel rufen. Hätte man auch anders lösen können. Mit einem richtigen Instrument oder so. Aber okay. So ist eigentlich auch zufrieden. So. Der Wolf ist in Ordener Wald. Okay, müssen wir uns merken, wo der ist. Wenn wir wieder ein Schwert haben, holen wir ihn uns. Ah, die zu bekommen ist ein bisschen tricky, die beiden. Ah. Oder? Muss ich dafür den ganzen Goron-Dings hochklettern? Ich weiß jetzt nicht. Stimmt, und jetzt kommt natürlich noch was vom Vulkan. Ein netter Gruß. Und natürlich die drei Herren da. Hey, ihr da!
Oh, hier sind gleich zwei. Ah. Hä? Was ist der denn da? Eingesperrt. So, ihr zwei. Tschüss. So. Okay, das wird jetzt... Ach du Scheiße. Orientierung gleich null. Au. Na, warten. Natürlich sind die Goronen. So, stirb. Ah, jetzt muss ich warten. Alter. Das hat wehgetan. Nein, nein, nein. Na, hör auf zu qualmen. Danke. Na. Ich glaube, hier in der Nähe ist etwas. Ist der Käfer da unten? Tatsache. So. Dann würde ich mal sagen, teleportieren wir uns zurück in die Stadt, hä? Das ist das erste Mal, dass ich das so rummache irgendwie. Ich glaube nämlich damals, wo ich das immer und immer wieder gemacht habe, habe ich den Weg zuletzt gewählt. Und dann war ich ja fertig. Dann wurde ich automatisch zum Lichtgeist teleportiert. Aber es geht ja auch so. So. Gespür. Irgendwie muss ich da reinkommen. Sei Mist! Glaubst du, ich kann mich noch um andere Leute Belger kümmern, wenn ich mein eigenes Haus retten muss? Hm, sieh mal an. Ich glaube, hier kann man klettern. Okay. Dann rein da. Und Gespür. Die Kinder. Wir haben sie gefunden. Verdammt. Wo verstecken sie sich? Diese Biester nur. Ich wette, sie sitzen da draußen und warten nur auf ihre Beute. Sei ganz ruhig, solange wir hier sind. Wird uns nichts geschehen. Ob die da draußen das auch wissen? Nicht mal meine Bomben konnten den Biestern da draußen etwas anhaben. Wie lange werden uns da wohl diese Mauern schützen? Wenn die uns angreifen, sind wir erledigt. Die Alte aus dem Krämerladen, eins von diesen Dingern hat sie angegriffen und als die Leute kamen, um ihr zu helfen, war die Alte nicht mehr da. Stattdessen waren da plötzlich zwei von diesen Monstern. Krämerladen. Das heißt, wenn wir uns angreifen, werden auch wir Burns.
Also ist eigentlich schon jemand gestorben. Jedenfalls sind wir hier auch nicht sicher. Gibt es nicht irgendwo ein besseres Versteck? Unter dem Heiligtum befindet sich die Katakomben. Was? Das sagst du erst jetzt? Dass es hier Katakomben gibt? Und wie kommt man da rein? Der Zugang öffnet sich, sobald sämtliche Kandelaber in diesem Raum entzündet werden. Nein, tu es nicht! Als ich in den Katakomben nachgesehen habe, waren dort die gleichen Insekten wie da draußen. Wein doch nicht, alles wird gut. Zeneta wird ganz sicher kommen und uns retten. Das spüre ich irgendwie. Ich werde ab jetzt auf jeden Fall ein Zelda nach dem anderen versuchen zu Let's Playen. Oh, sehen, ob das klappt. Bis jetzt habe ich ja mir auch keine Pause gegönnt nach wie hieß der Teil nochmal? Jetzt habe ich sorry weggedrückt. Du Armer, stehst direkt vor ihnen und die merken es nicht mal. Hehehe. Nur durch die Kraft des Auserwählten kannst du in diesen Schatten sein, ohne ein Geist oder gar ein Wesen der Finsternis zu werden. Niemand weiß, was du getan hast. Dir wird nichts anderes übrig bleiben, als einsam weiterzukämpfen. Wenn du auf irgendwen sauer bist, dann aber bitte nur auf Prinzessin Zelda. Sie hat dir schließlich diese Sache eingebrockt. Übrigens, wenn du die Kandelaber anzündest, kommst du in die Katakomben. Keine Ahnung, wozu dieser Mechanismus gut sein soll. Also, wie soll's nun weitergehen, einsamer Held? Hehehe. Ja, ganz einfach. Ich mach's so, denn ich weiß nie, wie ich springen werde, weil ich kann ja auch... Genau. Na? Denn ich könnte hier falsch springen. Ach komm. Was mache ich denn da? Ich hoffe, die Kerzen gehen nicht aus. Das wäre eigentlich Schwachsinn. Hundi. Danke. So. Die wundern sich nicht. Alter. Gleich drei von denen. Ich habe das Gefühl, da gibt es irgendwie weniger Licht. Geil, also weniger Licht als früher. Aber ich denke mal, das kommt mir nur so vor. Wäre ja schwachsinnig, wenn es weniger von diesen Geistern gäbe. Nanu? Über das Holzgerüst können wir sicher da bis nach oben klettern. Ja, dann machen wir das doch mal. Wir wollen ja schließlich nicht da drin bleiben. So. Wir sind auf dem Friedhof. Wahnsinn. Ich hoffe auch, dass Magie im neuen Teil wieder drin ist. Und dass die Story ziemlich gut ist. Auch wenn das jetzt mehr wie der erste Teil sein wird, wo man halt wirklich viel, viel... erkunden.
Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich gerade ein bisschen verwirrt war, weil hier war doch immer ein so ein Licht. Oder nicht? Ich schwöre, hier gibt es weniger als sonst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da... Vielleicht haben sie sich gedacht, ja komm, im Heldenmodus gibt es mehr. Oder es war in der GameCube-Version anders als in der Wii-Version. Das kann nämlich auch sein, weil ich wundere mich schon die ganze Zeit, hier gibt es so wenig Licht. Das ist ja fast gar nichts. Oh. Toll. Vielen Dank, Schild. Vielen Dank. Ich kann noch nicht mal Anlauf nehmen, ey. Na komm. Hau ab, du. Halt auf dem Friedhof fahren 100 pro auch welche. Das kann doch nicht sein. Dass da gar nichts ist. Und hör auf, die Schilder zu lesen, Link. Ah, der kommt da so nicht rüber. Okay, rein da. Ah. Ah, was zum... Alter! Habt ihr auch diese scheiß Störgeräusche? Ah. Spiel ist abgestürzt. Ah. Na super. Ah, okay, dann beende ich den Part an dieser Stelle. Ich werde mich bis dahin wieder kämpfen und warum stürzt das Spiel ab? Es ist mir unbeschreiblich. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zwineter.